Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen Tutorial von Quadflyer.net. Ich habe mir vor ein paar Tagen das CC 3D Atom Mini gekauft und möchte das ganz gerne mit CleanFlight statt mit OpenPilot nutzen. Aber dazu müssen vorab ein paar kleine Schritte durchgeführt werden, die ich euch nun näher erkläre. Als erstes öffnen wir OpenPilot GCS bzw. die OpenPilot GUI und starten diese. So, nachdem die GUI nun gestartet wurde, können wir dann unten auf den Reiter Firmware klicken. Dann öffnet sich das Fenster, wo es im Prinzip möglich ist, das Board zu updaten. Und ja, klicken dann auf den Button Hold bzw. Halt. Dadurch wird das Board neu gestartet und in den Bootloader-Modus versetzt. Dann öffnen sich hier diese paar neuen Fenster und wir klicken auf Open und wählen die entsprechende Datei aus. In unserem Fall hat die CleanFlight CC3D Bin-Datei. Hier wirklich darauf achten, dass es die Bin-Datei ist und nicht die Hex-Datei. Wählen diese aus und öffnen sie dann. Jetzt machen wir noch einen Haken für wir wissen, was wir tun. Und im Anschluss kann das Ganze geflasht werden. Der Upload, der geht eigentlich recht schnell vonstatten und wird durch ein grünes Häkchen und Upload successful bestätigt. Die GUI kann dann wieder geschlossen werden und euer Board muss nun vom USB getrennt und wieder mit Strom verbunden werden. Dazu ist es aber wirklich wichtig, dass ihr vorab eine 5-Volt-Quelle wählt, um das Board zu versorgen und erst dann zusätzlich den USB-Stecker wieder mit dem Computer verbindet. Habt ihr das gemacht, könnt ihr CleanFlight öffnen und werdet auf der linken Seite sehen, dass halt noch kein COM-Port zur Auswahl steht. Das liegt halt daran, dass der virtuelle COM-Port, der jetzt neu entstanden ist, ja, noch keinen Treiber hat. Dieser Treiber, der muss von uns manuell installiert werden. Dazu, ja, gehen wir in den Gerätemanager, wählen das Gerät aus und drücken auf Treiber aktualisieren. Dort könnt ihr dann die Treibersoftware, ja, im Prinzip auswählen. Ich habe euch diese auch unten verlinkt. Ihr müsst diesen Treiber direkt installieren in Windows und erst im Anschluss könnt ihr dann halt hier auf Treibersoftware aktualisieren gehen und die Treiber auswählen, dort wo sie halt bei euch hin installiert wurden. Bei mir ist das Ganze unter Programme auf der ja, C-Platte und dann in dem Ordner STM Microelectronics oder ST Microelectronics. Den Ordner wählt ihr dann aus. Da drinnen gibt es dann noch zwei Unterordner, einmal den Windows 7 und den Windows 8 Ordner, je nachdem, was für ein Betriebssystem ihr verwendet. Und klickt dann auf OK. Und anschließend auf Weiter. Dadurch wird dann der Treiber installiert. So, nachdem das passiert ist, sieht man auch sofort bei CleanFlight oben links, dass der COM-Port aktiviert wurde. Und nun kann man jetzt CleanFlight im Prinzip nutzen. Zuerst sollte man wie immer den ACC dann kalibrieren und alle weiteren Einstellungen könnt ihr dann wie gehabt vornehmen.